Vom Great Reset sprechen Politiker wie zum Beispiel Angela Merkel oder auch Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums. Doch die entscheidende Frage scheint mir zu sein, wohin soll der große Umbruch führen? Great Reset, der große Neustart oder der große Umbruch. Dieser Begriff ist mir immer wieder begegnet in den vergangenen Monaten auf den Plattformen von Social Media. Vom Great Reset sprechen Politiker wie zum Beispiel Angela Merkel oder auch Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, World Economic Forum. Schwab hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder jährlich in Davos in der Schweiz etwa 1000 Wirtschaftsbosse und Politiker versammelt, um sich mit ihnen zu beraten. Und in seinem Buch, das den Titel hat Covid-19, der große Umbruch, Great Reset wird von den Herausgebern mit der große Umbruch übersetzt. Da schreibt er auf Seite 292: Die Pandemie bietet uns diese Chance. Sie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster zum Umdenken, Neuerfinden und Neustarten unserer Welt dar. Offensichtlich schwebt Klaus Schwab eine massive Veränderung in unserer Welt vor, die er wohl wahrscheinlich auch selbst bewerkstelligen möchte oder beziehungsweise unterstützen möchte. Ich denke, Veränderungen brauchen wir in unserer Welt, vielleicht sogar einen großen Umbruch. Doch die entscheidende Frage scheint mir zu sein, wohin soll der große Umbruch führen? Ich bin überzeugt, wenn wir wirklich einen guten großen Umbruch haben wollen, dann brauchen wir den, der gesagt hat, seht, ich mache alles neu. Es ist Jesus. Seine Worte sind überliefert im biblischen Buch der geheimen Offenbarung des Johannes. An diesen Jesus glaube ich. Und ich vertraue, dass er die Kraft hat, den großen, guten Umbruch in unsere Welt zu bringen, weil er fähig ist, uns Menschen von innen heraus zu erneuern. Zum Beispiel gibt er uns die Kraft der Liebe, dass wir aufeinander zugehen können und dass wir alle Menschen liebevoll behandeln können. Und das ist die Voraussetzung, dass wir unsere Welt in allen Bereichen gut gestalten können. Deshalb möchte ich jetzt beten, Jesus, ich glaube, dass du die Macht hast, alles neu zu machen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den guten, großen Umbruch in unsere Welt zu bringen. Göttlichen Great Reset.